Wetter spielt nicht mit. Es hängen finstere Wolken am Himmel und die Fahrer werden mit einer nassen Strecke zurechtkommen müssen. Geht weiter und zwar in Österreich. Ihr seht schon, es regnet. Ist das nicht schön? Regen, 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 wie ich den vermisst habe hier. Nein, eigentlich nicht. Selbst wenn die gute alte Lenkradcam nimmt meinen Sound auch auf. Das hat einfach einen Grund. Genau, es hat auch einen einfachen Grund, warum das Spiel einfach meine Einstellungen mal wieder komplett ignoriert. Das ist mir auch nicht neu. Mir kommt keiner und wieso fahre ich in einer falschen Sicht? Danke, weil ich Profisaison gefahren bin. Ich habe mich schon gewundert. Ja, hier hat man das auch gehört. Die Zeit wird jetzt eigentlich nicht gewertet werden. Da ist eigentlich noch Kies. Da ist nämlich ja Rosberg rausgefahren. Also hat da kurz mal so ein bisschen geschlammt. Damit sind wir schon mal 16. Ja. Ich gewöhne mich auch erstmal wieder an das Auto und an die Strecke. Der Renningenieur. Na gut, Button ist vor mir. Sainz hinter mir. Position 16 kann ich aber allerdings zufrieden sein. Ja, damit kann ich jetzt nicht zufrieden sein, dass mal die Reifen stehen geblieben sind. Ah, jetzt will ich auf Wetterbericht schalten. Jetzt habe ich mich erstmal hier mal fünfmal verdrückt. Es ist schon mal gut zu wissen, dass ich mich mit einem Ferrari duellieren kann. Da haben wir uns beide fair Platz gelassen. Zumal das wieder ein Armutszeugnis eigentlich für Codemasters sein muss, weil der muss mich doch locker kriegen, auch im Regen. Auch ohne DRS, obwohl da gar kein DRS gab. Ich würde mal sagen, jetzt hast du mich knallhart abgeschossen, der Kollege. Da brauchen wir nicht diskutieren. Okay, das ordne ich auch mal als Bug ein, diese Lenkrad-Einhaltung gerade da. Jetzt schaue ich mal kurz, wie er die Kurve fährt oder wo er bremst. Okay, ich habe einen Bremspunkt gefunden für mich. Wahrscheinlich auch. Das habe ich einmal gesehen und mich um die Umgebung geguckt und habe einen Bremspunkt gefunden. Geil, ne? So macht man das irgendwie. Man schaut sich irgendwas an und findet dann seinen Bremspunkt. Ich beende die Session. Genau! Ja, erstmal schaue ich, ob das Setup drin ist, weil da habe ich in Bahrain eine böse Erfahrung gemacht. Dass da nichts gespeichert wurde. Und wir nehmen natürlich jetzt ein bisschen weniger Kilos mit. Ich kriege das nicht schön fahren. Finde ich jetzt, also relativ schön. Was ist denn hier los? Du bist auf P7, Platz 7. Hier übernimmt der Früh und ich finde diese Lenkung geil. Das ist echt ein Bug, ey. Ja, mit Platz 7, das ist auch das Ziel vom Team. Ja, genau, ey. Ich hab ja was geraucht. Ja, 7%. Vorhin bin ich mit 8% losgefahren. Ey, oder das soll Kilogramm heißen und man hat es in Prozent angegeben, weil es das gleiche ist. Warum ist es das gleiche? Weil wir von 100 Kilogramm natürlich ausgehen. Ist es das gleiche? Hat Codemasters mich doch ein bisschen zufrieden gestimmt mit dem Spiel und genauere Angaben gemacht. So, aber wieder mal Stunden später hier. So, danke. Also, wenn du da wirklich mal in Zeitnot bist, dann dauert das extrem zu lange. Sieht zwar schön aus. Oh, sehr weit am Ausgang. Sehr weit. Zu weit eigentlich, mit glaube ich, Zeit gekostet haben, hat's gebracht. Auto. Da hat das Auto jetzt mal anders reagiert. Ich finde es gerade geil, wie die Kamera ist. Guckt euch mal, da stehen zwei Autos auf der Minimap. Auf der Strecke anhalten, ja, ich weiß. Das ist nicht vorteilhaft. Hey, wir sind immer noch auf Prime, jetzt kriege ich Angst. Die Ferraris auch. Oh mein Gott. Wir müssen da jetzt theoretisch 10% stehen. Alles bereit. Das heißt, wir werden diesen Reifensatz jetzt bis zum Erbrechen und zwar so ausreizen. Steht da jetzt wirklich 10%? Tatsache, sehr schön. Und da guckt man, dass das offensichtlich auch gefixt. Also, 7. ist das Ziel vom Team. Ich weiß ja nicht, was die da jedes Mal rauchen. Es wird auf jeden Fall nicht gesund sein. Weil die Runde hätte nicht. Die Runde, die sage ich offen und ehrlich nicht werten dürfen. Ich sag nur Kurve 1 hätte da nicht gewertet werden dürfen. Und zum Schluss die beiden Kurven eigentlich auch nicht. Aber wenn das Spiel das einem erlaubt, dann sage ich euch offen und ehrlich, dann nutze ich es auch mittlerweile. Nein, ich wollte euch den
bitte denkt euch euren Teil. Ich tue es mittlerweile auch. Ich bin ja genau, und jetzt quetschen die sich alle. Genau, ist das nicht schön? Die fünf Fahrzeuge auf einen Fleck in Q3. IQ3. Meine Güte, ne? Das freut. Der Hülkenberg ist doch dahinter. Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5 und der 6. Ja, es kracht wieder. Ich gehe sich alle gegenseitig im Weg. Ah, ist das nicht schön? Ich glaube, damit habe ich den 7. Platz sicher. Ja, der wird angeschoben. Ja, genau. Reinquetschen. Schön. Schön. Schönes Spektakel hier. Das könnte ein kurioses Rennen werden, wenn es schön in Q3 so abgeht. Man kann davon ausgehen, dass das Team intensiv mit Renault zusammenarbeitet, um die Lücke zu schließen. Oder, wie es momentan aussieht, man kündigt mit Renault und will Mercedes-Motoren haben. Das hat nämlich Red Bull eigentlich vor, weil man mit Renault nicht mehr ganz so zufrieden ist. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten mal los. Eigentlich habe ich keine Chance zum 7. Platz. Genau, 4. Platz. Nein, ohne mich. Muss ich auf meinen Motor achten. Aber der ist schon im gelben Bereich. Ein bisschen früher hochschalten. Ein bisschen Shortshiften betreiben. Untersteuern. Weil A, meine Reifen zu warm sind. Und B, ich bekomme jetzt vielleicht gleich DRS. Kimi Räikkönen mit der schnellsten Runde. 1:11. Lass mich das entscheiden, wenn ich die Mischung unterscheide. Oder ich könnte den typischen Alonso-Funkspruch loslassen. Sollen wir uns hier blamieren? Genau, erst gibst du mir nicht den Platz, dann willst du mir doch den Platz geben, Herr Kollege. Oh, du redest jetzt schon von Intermediates, ich auch noch nicht. Okay, wenn du das sagst. Ich bin mir nämlich auch nicht mehr so ganz sicher, ob die Reifen überhaupt noch passen. Ja, lass mich raus, lass mich raus! Gott, gibt es nicht! Da sage ich jetzt einfach mal gar nichts zu. Das ist jetzt sowas von Pech. Ja, super. Boah, ist das ärgerlich. Das ist sowas von ärgerlich. Duelliere mich hier mit einem Red Bull. Eigentlich müssen wir was riskieren hier. Was sagt ihr? Sollen wir was riskieren oder noch voll weit gehen? Boah, das ist doch wieder so ein Chaos pur, ey. Warum kriege ich immer sowas ab? Warum kriege ich immer sowas ab? So, ja, fahre mich dann halb durch. So, wenn ich Pech habe, steht wieder Paris vor mir. Nee, das Pech habe ich diesmal nicht. Jetzt werde ich nicht rausgelassen. Ja, weg damit mit euch. Ja, ich war wenigstens auf 13. Jetzt habe ich einen Sainz hinter mir. Nö. Nö, jetzt bleibe ich auf den Fullwett. Hätte ich auch weiterfahren können. Genauso wie ich auf die Cups da aufpassen. Also die Cups sind richtig rutschig. Da sieht man auch schon in der Temperatur, da geht es leicht hoch. Ja, du kannst nicht mit der. Du kannst nicht nebeneinander durch Kurven fahren. Also hier im Regen, ich weiß nicht. Ja, komme ich eh nicht dran. Komm jetzt ein bisschen aufs Gas gehen. Wupp. Kommt mir sowas wie ein Heck entgegen. Egal ob trocken oder nicht, aber im Regen sehe ich leider keine Schnitte. Monaco, da sehe ich die Schnitte deswegen, weil sie sich da kollidieren. Bis zum Umfallen. Aber da hat man ja auch gesehen, da habe ich eigentlich auch keine Chance gegen zu bespielen. Hamilton hat auch 3 Sekunden zum Schluss abgenommen. Desaster. Das 100er Schnitt hat mir jemand genommen. Okay. Auch gut zu wissen. Ja, hallo, Herr Hülkenberg, was machen Sie denn da? Schön stehen? Oh je, oh je, oh je. Maldonado, Kwiat, Perez, hier ist irgendwas passiert. Ich darf ja mal, ja? Ja, ihr könnt gerne so weiter. Ich sehe es mit Überrundungen vielleicht hier wieder kommen. Oh, Regen und Überrundungen, gleich KI-Katastrophe. Auto, ich brauche die Ideallinie, bleib. Keep cool, keep cool. Du verlierst pro Runde, 3 Zehntel.
Du bist der falsche Fahrer, aber es passt. Ja, bin ich gut. Ja, ich weiß, da hab ich aber versucht, das Auto noch abzufangen. Mal wieder. Ja. Das möchte ich jetzt mal gerne in der Wiederholung sehen. Wer da die Hauptschuld trägt. Ich entscheide mich zwar ziemlich spät, gebe ich zu. Aber was macht der jetzt? Ja, ja, Bäm. Sieht spektakulär aus. Ich glaube, ich habe ein Thumbnail. Und zwar das hier. Also, ich würde jetzt mal dazu gerne eine Rückblende benutzen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich sehe es nicht ein, weil er mir hinten drauf fährt. Aber ich lasse das jetzt einfach mal als Diskussion stehen. Meine Meinung, er ist mir hinten drauf gefahren. Muss ich mich eigentlich dafür rechtfertigen, dass ich die Rückblende benutze? Das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Okay, die blauen Flaggen bleiben, aber die ignoriere ich jetzt, weil der Rosberg einfach besser ist. In der Beschleunigung hat er mich gleich. Sag ich doch. Und jetzt sage ich selber, jetzt kriege ich auch zu früh, aber man hat dann eigentlich noch genug Zeit zum Reagieren. Ich habe es jetzt in der Kurve gemacht, wo ich den Funkspruch habe. Timo, schieb ihn raus! Ja. Ich glaube, man hat auch den Funkspruch bekommen. Hey, man, Leute, schieb ihn raus! Push him out! Es geht mir im Weg! Könnte ich ja eigentlich reinmachen, ne? Maldonado, push him out! Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Und kannst du mal etwas auftrennen, eine Klappe zu halten? Etwas schneller als Button, er verliert fast 3 Zehntel pro Runde. Ach, ein Sainz hat sich da verabschiedet. Wer hat sich da noch verabschiedet? Ein Hamilton, ja, Überrundungen! Überrundungen sage ich da nur. Wir sehen gerade viel weniger Spritzwasser und in der Box sind sie sich einig, dass Intermediates in Ordnung sein müssen. Gut, die fahren ja auch alle rein. Obwohl, diesmal sind Punkte drin. Aber ich muss euch sagen, das Rennen ist jetzt natürlich spannender, als wenn ich jetzt die Rennen nicht benutzt hätte. Ich weiß es nicht, wie ich wiederhole, wir sind bei der Halbzeit des Rennens angelangt. Okay, dann würde ich mal sagen, eine Runde noch oder sollen wir schon riskieren? Was soll ich schon riskieren? Ja, aber Sainz soll erstmal vorbeilassen. Okay, hat er vorbeigelassen. Da, so wie Kimi reagiert hat, das war richtig. Habt ihr es gesehen? So muss man reagieren. Kommt aus dem Windschatten raus. Eriksson, Alter, fünfmal die Richtung gewechselt. Ich finde die Pfeile, die sind. Kein Kommentar dazu. Ich sag nicht, die fahren alle rein. Wollt ihr mich jetzt hier trollen? Jetzt dachte ich, ich mach mal was Cleveres und die fahren auch alle rein. Oh. Da Hamilton reagiert auch richtig. So, schlüpft man da mal durch. Wahnsinn. Gut, oder? Rosberg 1F4, scheiß Fliege im Weg. Einer hat mir geschrieben, dass ich im Rennen direkt und nachgucken könnte, wer welche Reifen hat. Das zerstört meinen Rhythmus an seinen Fahrt, deswegen mache ich es grundsätzlich nicht. Du legst knapp vor Eriksson. Gib Gas, er darf dich nicht einholen. Ja, ja, passt schon. Grosjean, der ist eine Runde zurück. Okay, was ist mit dem passiert? Alter Schwede. Herr Maldonado, geben Sie Gas oder lassen Sie es sein? Ich will in der Boxengasse kriegen. Und so ist es auch. Geil! Okay, wo lasse ich dich jetzt am besten vorbei? Das glaube ich einfach nicht. Eventuell blockieren deine Hinterräder weniger, wenn du die Bremsbalance nach vorne ziehst. Kollege, ey! Der Wagen von dir ist reingekommen, um Options aufziehen zu lassen. Diese unerlaubte Überholung. Ja, einfach vorbei. Was war denn da jetzt passiert? Oh mein Gott, was ist das hier wieder mal für ein Chaos? Jetzt kommen wir noch bei Button raus. Der Fahrer hinter mir ist Button, ist nicht in einer anderen Runde. Laber nicht so Müll, ey. Ja?
das ist wieder so ein typischer Fall von, ja, wo mache ich Platz? So, bitteschön, jetzt will ich aber nicht nochmal eine Kollision mit dir haben. So, weg. Tschüss. Ricciardo, gib doch mal Gas. Gegen Mercedes, Ferrari komme ich nicht an. Auf der Geraden, aber gegen den Ricciardo komme ich an. Komisch. So. Das braucht man nicht kommentieren, ey, was die da machen teilweise. Och Gott, ey. Ja, der Ricciardo, der fährt eiskalt rein. Eiskalt. Eiskalt, Kollege. Ja, wo soll Mary hin? Wo soll der hin? Ja, wo soll ich hin? Das brauchst du nicht kommentieren. Sorry, das brauchst du nicht kommentieren. Man hat's gesehen, dass es kracht. Man hat's gesehen. Ich hab's gesehen in der... Noch bevor die einbiegen. Ich hab's gesehen, dass es da kracht. Da kracht's. Aber so hirnlos. Ja, so richtig hirnlos reingefahren. Sorry, wenn ich mich aufrege, aber... So hirnlos reingefahren. Das, so ist er mir auch reingefahren. Und das ist in meiner Meinung das größte Manko an dieser KI. So gut wie sie das gelernt hat, reinzustechen und pipapo. So viele Macken hat sie leider auch noch. Wir haben eine Kollision mit Maldonado gehabt. Ja? Wir haben eine Kollision mit Ricciardo gehabt. Wir haben eine Kollision mit dem überrundeten Manu gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das Stevens oder Mary war. Werde ich ja gleich sehen. Ja? Und das in einem Rennen. In einem. Ich bin bei solchen Aktionen bin ich fassungslos. Aber dann gibt es mir diese kleinen Aussetzer. Ich brauche einfach Multiplayer reden. Jetzt ist mir mein Paris vor meinen Augen abgehoben. Ja? Wirklich abgehoben. Und dann war er weg. Über mir. Abgehoben. Im Nevada verschwunden. Ja? Ja, Rosberg. Drei Runden Rückstand. Ja, weltmäßige Spitzklasse. Habe ich das verdient? Eure Antwort bitte, habe ich diesen 14. Platz verdient? Einige schreiben ja, einige schreiben nein, weil da ist so viel passiert. So, hier, ganz eindeutig. So. Klar, neue Engine, pipapo, aber... Das, ich sag jedes Mal, es ist ein bisschen diese Ausrede, ja. Mit der neuen Engine. So neu ist sie auch nicht, ganz ehrlich. Wie lange gibt es die PlayStation 4 schon? Dann gibt es die Xbox One schon. Das ist das gleiche wie mit GTA 5. Stell euch mal vor, GTA 5 hätte man bei der PC-Version ja zum gleichen Release gebracht wie zum Beispiel für die PlayStation 4 über die Xbox One. Das wäre in einer Katastrophe geendet. Das hätte auch die gleichen Diskussionen gehagelt wie das Spiel jetzt hier. Oh, das war wieder so ein Thema, was ich eigentlich nicht ansprechen wollte, aber es wird mal durch eine Situation entstanden. Es tut mir jetzt schon mal wieder leid dafür. Die Fragen habe ich, die Themen habe ich abgearbeitet. Aber hey, alles wie Diskussionsstoff. So schön. Ich liebe Diskussionsstoff. Da kann jeder mal seine Meinung kundtun. In die Kommentare bei euch heißt das. Die Grundlagen beherrschen, damit haben wir das Thema jetzt abgearbeitet. Mein Gott, nochmal. Ich reite da schon wieder so drauf rum, obwohl ich es gar nicht will. Ich will es doch gar nicht. Jetzt bin ich neugierig, für was Ricciardo 5 Sekunden bekommen hat. Ich hab da eine Vermutung. Ja. Bottas ist der Einzige, der ausgeschieden ist und eine Runde 5 Sekunden Strafe bekommen hat. Ich möchte auch nicht auf die Boxenstops eingehen. Denkt euren Teil bitte selber dazu, wenn ihr bei Romain Grosjean nachguckt, bei Stevens und bei Hülkenberg nachguckt. Nehmt den Quirt von mir jetzt auch noch dabei. Denkt euch euren Teil. Ich denke mir meinen Teil auch nur noch dabei. Ich denke mir auch... sehr geil über diese schnellste Rundenzeit von Grosjean, Stevens und Hülkenberg, ja? Denkt euch euren Teil, das kommt wieder in die Szene Bugs rein. Denkt euch euren Teil dabei, ja bitte. Bitte denkt euch euren Teil dabei. Da bin ich mal neugierig, Track Limits eingehalten oder nicht? Nein, definitiv nicht.
gucken, ob er hier irgendwelche Positionen gut macht. Oh! Ja, die haben die erste Kurve abgekürzt. Das war ein Frustierte, die muss ich gleich suchen. Ah, hier sieht man auch wieder so einen typischen Fall von KI. Pass auf, er kürzt ab, will zurück auf die Ideallinie, da ist aber jemand. Ja? Ich weiß nicht, ob das England-Rennen morgen. Genau, morgen kommt das England-Rennen. Genau, Philipp, schießt sich noch. Genau, macht dir noch. Schaffelt dir doch ein eigenes Grab, genau. Nein. Vielleicht kommt morgen das England-Training, weiß ich noch nicht. Vielleicht, wenn ich Bock drauf habe. Ich habe momentan richtig Bock wieder.